Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows 11 Kompetenzen. Manchmal kann es der Fall sein, dass der Computer streikt, nicht mehr ordentlich arbeitet und dann muss er neu gestartet werden, wenn einzelne Programme abgestürzt sind. Und da gibt es zwei, drei Wege, das zu machen. Erster Weg ist einmal, ich gehe runter auf das Startmenü, rechte Maustaste herunter, fange ab, melden und ich wähle neu starten. Dann wird der Computer neu gestartet. Eine zweite Möglichkeit ist jene, ich rufe den Task Manager auf, Steuerungstaste Alt entfernen ist die Tastenkombination. Ich klicke dann hier rechts unten dann auf dieses Ausschaltsymbol, klicke drauf und will dann wiederum neu starten. Ja, das sind so zwei Wege, um den Computer neu starten zu können. Danke für deine Aufmerksamkeit.